Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die SC Sports Hantelbank mit breiter Hantelstangenablage. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese Hantelbank für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zur Hantelbank unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Die richtige Hantelbank auszuwählen ist wirklich, wirklich sehr wichtig für dein Fitnesstraining. Auf der anderen Seite darfst du von einem solchen Trainingszubehör aber auch keine Wunder erwarten. Ich habe schon ganz oft die Erfahrung gemacht, dass gerade am Anfänger im Segment der Fitness denken, okay, ich gebe jetzt super viel Geld für Fitnessgeräte aus und dann kommt alles automatisch. Du darfst nicht vergessen, auch mit gutem Fitness-Equipment musst du immer noch hart trainieren. Die Ernährung ist viel wichtiger, dann kommt das harte Training. Nur so wirst du deine Ziele erreichen. Hochwertiges Fitness-Equipment ist wichtig dabei, aber nicht ausschlaggebend unbedingt, ja. Also, diese Hantelbank gefällt mir im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut. Ich bin der Ansicht, dass du ein funktionales und qualitativ wertiges Trainingszubehör zu einem fairen Preis erwerben kannst. Gefällt mir wahrlich sehr gut. Das Design ist funktional gehalten, würde ich sagen. Das ist natürlich auch eher zweitrangig bei einem solchen Fitnessgerät. Da geht es vor allem um die Möglichkeit, richtig Power zu geben. Und das ist hier in meinen Augen in der Tat gegeben. Allerdings muss jeder Fitnessfreund natürlich überlegen, was für Anforderungen er persönlich an die Hantelbank hat, ja. Denn da gibt es ja nicht ohne Grund komplett verschiedene Angebote. Also schau einfach mal zuerst, okay, was möchte ich? Bin ich vielleicht schon jemand, der richtig, richtig viel Muskelmasse hat und der demnach eine Hantelbank mit einer größeren Gewichtsbelastung braucht? Oder bin ich vielleicht noch im Anfängersegment und kann auch mit einer etwas kleineren anfangen, ja. Das sind so Fragen, die du dir auf jeden Fall stellen solltest, um das richtige Angebot zu finden. Was diese Hantelbank hier anbetrifft, so gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut. Ich bin der Ansicht, dass du ein funktionales und nützliches Sportgerät zu einem fairen Preis erwerben kannst, so wie es für das Home Gym eben sein soll. Wir können auch gerne nochmal über das Thema Home Gym Kostenkalkulation sprechen, denn viele Leute rechnen gerne, ja, wenn ich eh ins Fitnessstudio gehe, brauche ich dann ein Home Gym überhaupt? Ist das nicht viel zu teuer? In der Tat gibt es Fitnessstudio-Abo-Modelle, die sehr günstig sind, aber Home Gym hat halt noch weitere Vorteile. Du kannst laut die Musik hören, die du willst, du bist ungestört, hast immer Zugriff, denn in manchen Regionen sind diese günstigen Trainingsstudios überrannt und wenn du dann an deine Geräte nicht kannst zu deiner Zeit, ist das dann ja auch blöd. Also würde ich auf jeden Fall für das Home Gym plädieren, aber das muss im Endeffekt auch wirklich jeder selbst beantworten, ja, ganz klar. So, diese Hantelbank gefällt mir in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Deswegen kann ich sie in der Tat empfehlen. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass ich dir mit diesem Hantelbank-Ratgeber weiterhelfen konnte. Das Amazon-Angebot zum Fitnessprodukt findest du unten in der Videobeschreibung. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Danke für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei deinem Fitnesstraining.